So, wie ihr sehen könnt, den Dschungel haben wir fertig. Das heißt, wir machen weiter am Strand. 2-1 Plankenparcours. Es sieht wirklich aus wie ein neues Spiel. Einfach nur, weil es gespiegelt ist. Und ich hasse Krebse. Aha! Uiuiui, ich dachte, die Krabbe erwischt mich jetzt. Oh nein, dann dreht sie sich doppelt um. Also wieder zum Start. Jo, Alter. Ich glaube, das wird eine harte Welt für mich. Och komm! Das ist wirklich nicht meine Welt. Alter, überhaupt nicht meine Welt. Ich darf bald wieder Ballons kaufen, glaube ich. Och, Alter, was mache ich denn? Ich glaube, ich bin jetzt in diesem Level vor dem ersten Checkpoint öfter gestorben als in Welt 1. Und da sind wir bei unserem ersten Checkpoint. So, ab jetzt kann es ja nur noch bergauf gehen. Oh, hier müssen wir unbedingt mit den Stacheln aufpassen. Und jawohl. Erstes Level durch. Hat ja auch nur lang genug gedauert. So, 2-2 sandiger Strandsand. Ach ja, die Viecher kommen ja auch noch dazu. Och nee. Also Welt 2 im Spiegelmodus ist aber auch wirklich kacke. Ah. Gut, wir sind beim Checkpoint. Och, zum Glück war da ein Checkpoint. Und mach das gleiche fast nochmal. So, jetzt müssen wir nur noch nach oben. So, hier nicht erwischen lassen. Läuft ja schon viel besser hier. 2-3 unter Beschuss. Ach, das war das Raketenlevel. Eieiei. Aber das sollte eigentlich gar nicht so viel schwerer sein. Weil wenn man irgendwo gegenfliegt, dann war man meist eh tot. Und wir brauchen ja nicht mal mehr die Kong-Buchstaben. Ja, den Anker hätt's mal lieber behalten, mein Freund. Easy Level. Dann machen wir weiter mit 2-4 volles Rohr. Ja, und das beginnt schon wieder wie Level 1. Ich glaube, wenn wir hier durchkommen, dann sieht's richtig gut aus. Ja, dann springe ich nochmal in die Qualle rein. Das war knapp. Och ja, das ist. Och Mann. So, 10 Tode später. Konzentrieren wir uns jetzt mal wieder. So, wie wäre es vielleicht einfach mal mit Tempo durch? Mit Tempo durch hier, komm. Ja. Perfekt. 2-5, stürmische See. Ich glaube, das Level ist aber gar nicht so viel schwerer. Weil man hier ja eh wieder sterben würde, wenn man ins Wasser fällt. So viel dazu. Auf die sollte man vielleicht aufpassen, wenn man nur ein Leben hat. Die hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Das war mal wieder richtig dumm. Das war sogar noch dümmer. Das war am allerdümmsten. So, komm, jetzt konzentrier dich wieder. Komm, durchatmen. Nice. Ja, dann machen wir doch weiter mit 2-6 Wallfahrt. Und nimm mal gleich den ersten Gegner mit. Mal gucken, ob unsere 8 Leben hier noch ausreichen. Wenn ich so weitermache, auf jeden Fall nicht. Wie konnte das Fass bitte ihn nicht treffen? So, aber jetzt muss ich mich mal wirklich konzentrieren. Wir haben noch 5 Leben. Dann geht die Wahlfahrt mal los hier. Ach, ja, da kamen ja ganz viele Gegner. Och, das. Ich glaube, das Level ist gar nicht so easy. Uiuiui. Jetzt nicht noch dumm sterben. Sehr schön. Immerhin danach.
Aber wir haben nur noch 3 Leben. Alter, diese Krebse. Ich glaube, weit ist es nicht mehr. Jawohl. Dann fehlt nur noch 2 7. Aber ich will mal vorher ein paar Items kaufen. So, 30 sollten fürs Erste wieder reichen. 2 7, Wellenbrecher-Wahnsinn. Zum Glück werden die Krebse hier weggespült. Ah, zumindest die meisten. Ich hasse Krebse wirklich. Ach nein, Krabbe. Puh, ich dachte, das schaffen wir nicht. So, hier müssen wir unbedingt mit den Fenstern aufpassen. Und springen dann in so ein Viech rein. Dann machen wir es halt nochmal. Ich glaube, ich werde jetzt mal versuchen, hier ein bisschen Gas zu geben. Kommen wir nämlich hier hin. Und die Krabbe kommt genau in dem Moment. Jawohl, hier kann man gut stehen bleiben. Und dann laufen wir ein Stück zu weit. Okay, nicht nur auf die Fenster aufpassen, auch auf die Viecher hier. Und damit sind wir durch. Alle normalen Level geschafft. Es geht ins Kong-Level. 2K Trümmertempel. Wie gern hätte ich hier die... Wie gesagt, dass es hier keine Checkpoints gibt, ist halt einfach... Das allerletzte. Einfach das allerletzte. Und dann mache ich solche dummen Fehler. Okay. Sieht ganz gut aus bis jetzt. So weit waren wir noch nicht. Stück für Stück. Ich glaube, mit Diddy würde ich das Level gar nicht mal mehr schwer finden. Aber ohne ihn. Ohne sein Jetpack. Und ohne, dass man ein Leben verlieren darf, ist es halt echt hart. Okay, nice. Diese Viecher. Oh ja, so weit war ich noch nicht. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Komm und hoch, 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 hoch. Ist es das Ende? Ja. Kong-Level auch geschafft. Fehlt also nur noch der Endboss. Wie war das denn nochmal hier? Ah, und umdrehen, stimmt. Ach komm schon, genau in dem Moment? Klar. So, die einzelnen habe ich. Jawohl. Ach, die fallen ja runter. Dann versuchen wir es jetzt nochmal. So, hier bin ich safe. 2 und 3. Gleiches Spiel nochmal. Jawohl. Und... Ah. Man muss alle 3 auf einmal kriegen, sonst kommen alle wieder? Wow. Och nein. 1, 2 und 3. Ja, blöde Krabben, wirklich. Weg mit euch. Jo, das war's tatsächlich dann auch mit Welt 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer, haut ihr rein.